So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einem jungen Mann und zu einem alten Mann. Der junge Mann, der hat gerade The Voice Kids gewonnen und der alte Mann war sein Coach. Daniel und Henning Wieland, beide sind jetzt hier. Herzlich willkommen. Henning Wieland. Sag ich das richtig, Danium, oder spricht man das Danium aus? Danium eigentlich. Danium, okay, ja. Alles klar, Danium. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hast du damit gerechnet? Kein bisschen. Kein bisschen, echt? Na, aber man denkt doch schon mal ein bisschen daran, oder? Aber die Konkurrenz war stark dieses Jahr, oder? Ja. Also auch in Hennings Team, du hast ja noch, Hannah hieß sie, glaube ich, die war auch eine tolle Sängerin, muss man wirklich sagen. Ja, absolut. Für das Alter unglaublich versiert. Aber zum Schluss hast du dann den Cup gewonnen. Musstest du die anderen trösten? Nee, eigentlich sind alle ganz gut damit umgegangen, weil wir sind alle so Freunde geworden und deswegen hat es jedem eigentlich gegönnt. Okay. Das ist so wie analoges Facebook da, Backstage bei The Voice Kids. Ja, okay. Ganz viele Freunde. Und, gehst du noch weiter zur Schule, oder? Ja, muss wohl, ne? Ja. Ja. Aber er hat ja jetzt gerade von Luke irgendwie Nachhilfe in Mathematik bekommen, jetzt läuft okay, das auch. Okay, okay, okay. In der welchen Klasse bist du? In der 8. In der 8. Klasse, okay. Ja, dann hast du noch ein paar Jährchen zu gehen, oder? Ja. Jetzt hat man ja bei The Voice, gibt es ja nicht so einen Plattenvertrag als Preis, sondern es gibt so eine, wie nennt sich das, Ausbildungsunterstützung? Mhm. So, ja. 15.000 Euro? Mhm. Kannst du noch was drauflegen? Kriegst du das direkt oder kriegen das deine Eltern aufs Konto? Ich glaube, meine Mutter kriegt es aufs Konto. Ah, okay. Vorsicht, ne? Aufpassen, immer genau, immer prüfen, ob noch alles da ist, ne? Ja. Regelmäßig, ne? Ja. Nicht, dass nachher der Schuhschrank bis oben hin voll ist und dann ist das schon der Handtaschen. Du hast ja Henning ausgewählt. Warum eigentlich? Das war ja noch, es war ja noch Lena da und Johannes, ja? Ich habe Henning ausgewählt, weil er ist halt eigentlich so der coolste von allen. Und okay. Und im letzten Jahr hat er auch gewonnen, ne? Also sein Schützling. Ja. Kennst du Henning noch aus seiner Zeit bei den H-Blocks? Das hatten wir doch letztes Jahr schon. Da hatten wir schon, ja. Weiß gar nicht, was das ist, ne? H-Blocks, das war so eine Band, die haben mit freiem Oberkörper besoffen laut Musik gemacht. Das war das Konzept, oder? Besoffen kennt er gar nicht. Ach so, besoffen kennt er gar nicht, ja. Nee, er ist, glaube ich, dann auch eher so bei den Söhnen Mannheims, oder wenn überhaupt, dann wahrscheinlich eher so im Hip-Hop-Bereich unterwegs. Ja. Hast du schon eine Band? Spielst du mit einer Band zusammen? Oder war das jetzt das erste Mal, dass du auf so einer Bühne mit einer richtigen Band gespielt hast? Hast du vorher nur zu Hause gesungen? Oder? Ja, eigentlich habe ich immer nur unter der Dusche gesungen. Also, war jetzt so mein erstes Mal eigentlich, dass ich jetzt so richtig auf einer Bühne war. Also er kann auch Beatboxen, rappen, also er kann tanzen, Basketball spielen. Mhm. Wollen wir mal schauen? Beatboxen kommt immer gut an, hier. Turn the microphone on. Jetzt lass ich nochmal. Also, Moment. So, okay. Okay, also. Give me some rhymes. So what up, everybody? Yo, sounds to me. My sisters and brothers, let's get the deal. If you're down for that, stop letting me say this is the way. And never mind, it sucks, better beware, cause I don't care. No, I don't even give a damn about stupid little suckers who can't understand that so-called government. Those who rule are damn devils. Danny, make no fool, come on! Yeah! Machen wir eine Band, wir drei, oder? Ich bin raus, ja, oder? Zu alt. Ist das dein Coach-Move, oder was? Das ist sein Coach-Move. Also, das ist sein Coach-Move. Hat er mir beigebracht. Okay. Wir haben ja noch gar nicht aufgeklärt, wer von uns beiden der Ältere ist. Du hast gerade von jungem Mann und altem Mann geredet, ne? Mhm. Scheiß Doppelpointe. Ja.